In Anwendungen des Maschinen- und Anlagenbaus findet man heute immer häufiger eine feingranulare Absicherung in Steuerstromkreisen. Die Anforderungen sind klar. Man möchte einen zuverlässigen Schutz der Stromkreise haben, mit Diagnose und gleichzeitig auch noch Platz sparen. Hier kommen die elektronischen Schutzschalter von Wago ins Spiel, insbesondere die einkanaligen elektronischen Schutzschalter, die auf 6 mm Baubreite eine ganze Reihe von Eigenschaften vereinen, die Ihnen einen Mehrwert bieten. Da ist zum Beispiel der Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, aber auch der Schutz gegen gefahrbringende Erdschlüsse gemäß der EN 60204, die jeder Maschinen- und Anlagenbauer, denke ich, kennt. Wir bieten diese einkanaligen Schutzschalter mit Strömen von einem halben Ampere bis 8 Ampere an und haben die einmal in fester Einstellung, das heißt ein halbes Ampere, 1 Ampere, 2 Ampere, 4 Ampere, 6 Ampere, 8 Ampere fest eingestellt oder aber mit einer variablen Einstellung, heißt von 1 bis 8 Ampere in 1 Ampere Schritten einstellbar. So kann man den Schutzschalter auf die jeweilige Applikation anpassen. Die Schutzschalter können auch angereiht betrieben werden und dazu dienen Brücker, die in diese Brückungsschächte geschoben werden können. Bis zu 10 Schutzschalter können so miteinander verbunden werden. Die Geräte bieten dank des digitalen Ausgangs, den Sie haben, die Möglichkeit, eine Diagnose zu betreiben, ob zum Beispiel ein Kanal ausgelöst hat. Man kann das auch zusammenschalten und dann als Sammelmeldung abfragen. Auf der anderen Seite gibt es einen digitalen Eingang, der es erlaubt, aus der Ferne einen Reset durchzuführen oder aber auch gezielt einen Kanal ein- oder auszuschalten, um so den Schutzschalter als elektronisches Relais zu verwenden. Last but not least kann der einstellbare Schutzschalter so konfiguriert werden, dass er auch eine Stromflussüberwachungsfunktion hat. All das sind, wie wir denken, Mehrwerte für Sie in Ihrer Maschine oder Anlage.